Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zum letzten Video vor Weihnachten. Ich möchte euch schon einmal etwas zeigen, was die Kinder von mir bekommen werden. Und zwar entsteht dieses Video wieder in Kooperation mit Meinwunder. Und zwar geht es um diese kleine Box, eine Buchbox könnte man sagen. Und zwar geht es um das Mucksmäuschen. Große kleine Helden lese mal Backaktion. Und ich würde sagen, wir packen erstmal das Schächtelchen aus und ich zeige euch, was darin alles enthalten ist. Und zwar ist da natürlich das eigentliche Kinderbuch Das Mucksmäuschen drin von der Autorin Monika Augustin. Und hier steht schon, dass sie 2019 Preisträgerin war. Und zwar hat sie auf der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr den Preis bekommen, den deutschen Self-Publisher-Preis bekommen in der Kategorie Belletristik Kinder- und Jugendbuch. Und das ist jetzt hier das eigentliche Buch, das Mucksmäuschen. Die Mucksmäuschen aus dem grünen, sonnigen Tal sind fleißig und rücksichtsvoll. Wenn sie sprechen, dann nur wenige Worte und die sehr leise. Deshalb vergessen die anderen Tiere meistens, dass es die Mucksmäuschen auch noch da sind. Doch eines Tages droht den nichtsahnenden Tieren im Tal großes Unheil. Und ich kann ja mal so ein bisschen mit euch hier durchblättern. Es ist so süß gestaltet. Ich liebe die Zeichnungen der Tiere. Das sieht einfach so toll aus. Ganz schön, ganz toll. Genau. Und das ist, wie gesagt, das eigentliche Buch, um das es geht. In dieser tollen Box enthalten sind aber noch ein paar andere tolle Sachen. Und zwar gibt es noch dazu passend ein Malbuch mit passenden Buntstiften. Also wirklich Liebe zum Detail. Und da ist es wirklich tatsächlich so gemacht, dass da nicht nur Bilder auf dem Buch sind, sondern dass die Geschichte hier auch noch mal eine Geschichte gibt und man quasi wirklich das Buch an sich tatsächlich ausmalen kann. Und ihr kennt das bestimmt alle, zu den Weihnachtsfeiertagen ist man mal da essen und dort essen und da essen. Und das ist halt super schön, wenn man gleich so ein bisschen Beschäftigung für die Kinder mit dabei hat. Und dann war noch das hier dabei. Das hier ist ein Mucksmäuschen, eine Ausstechform von einem Mucksmäuschen. Und das Mucksmäuschen Lieblingskekse Rezept. Mit Butter, Mehl, Zucker, Vanillezucker, Zitronensaft, Puderzucker und Zuckerstreusel. Was ich tatsächlich sogar alles zu Hause habe. Und dieser süßen Ausstechform. Und das werden wir dann bestimmt auch mal mit den Kindern zusammen machen. Also es ist halt so ein Gesamtpaket, was halt auch so ein bisschen anregt, auch was zusammen zu machen. Die Kinder aber auch gleichzeitig über das Buch hinaus beschäftigt. Das Buch aber so auch länger in der Erinnerung der Kinder hält. Also nicht nur in der Zeit, wo sie es angucken und wo sie es lesen, sondern auch, wenn sie diese Plätzchen backen, wenn sie in dem Buch ausmalen. Und hier hinten, das ist auch noch so schön, was hier steht, eine Geschichte über Mut. Über den Mut der Kleinen und Stillen, denen es manchmal braucht, um für sich und andere einzustehen. Denn eines Tages droht den Tieren im Tal großes Unheil und alles hängt von einem kleinen Mucksmäuschen ab. Das finde ich sehr schön und ich bin sehr gespannt, wie sich die Kinder über die Box freuen werden. Ich werde gerne noch mal ein kleines Feedback dazu geben, wenn ihr da Interesse habt. Und verlinke euch natürlich das Mucksmäuschen auch unten in der Infobox. Also wirklich sehr liebevoll zusammengestellt. Ein sehr schön illustriertes Buch mit einer sehr wichtigen Message, dass auch die Stillen und die Ruhigen was zu sagen haben und manchmal auch was Großes bewirken können. Und das wollte ich euch gerne in meinem kleinen Video zeigen. Und weil ihr das immer so gerne mögt, werde ich euch noch einen Teil aus Das Mucksmäuschen vorlesen. In einem grünen, sonnigen Tal lebte einst in einem unterirdischen Bau mit vielen weichen Nestern ein Volk von kleinen grauen Mäusen, die Mucksmäuschen. Sie schätzten Fleiß und Rücksichtnahme, gingen arbeitsam ihren Geschäften nach und achteten immer darauf, sich niemandem aufzudrängen. Wenn sie sprachen, dann nur wenige Worte und die sehr leise.
so wenige Worte und so leise, dass die anderen Tiere zu sagen pflegten, der ist so still wie ein Mucksmäuschen, wenn sie sagen wollten, dass jemand wirklich sehr wenig sagte und wirklich sehr leise sprach. Meist sagten sie einfach, der ist mucksmäuschenstill. Abgesehen davon dachten die anderen Tiere nur selten an die Mucksmäuschen und wenn, dann nur kurz. An einem schönen Tag im frühen Sommer erklomm eines der Mucksmäuschen auf der Suche nach Futter einen Hügel. Darauf stand, wie es wusste, ein großer Kirschbaum, der zu dieser Zeit im Jahr süße, dunkelrote Kirschen trug. Das wussten auch die anderen Tiere. Sie hatten sich um den Baum versammelt, auf dem der Luchs saß und für jedes Tier, das nur laut genug danach verlangte, Kirschen herunterwarf. Die Murmeltierfamilie schleppte bereits eine große Menge fort zu ihrem Bau. Der Rabe und die Krähe fingen unter Beifallrufen Kirschen im Flug und die Frettchen balgten sich darum, wer als nächstes an der Reihe sei. »Entschuldigung«, fiepte das Mucksmäuschen, was aber im hungrigen Röhren des Hirsches unterging. »Ich hätte auch gern ein paar Kirschen«, quiekte das Mucksmäuschen, wurde aber vom aufgeregten Zwitschern der Spatzen übertönt. Zaghaft schlich das Mucksmäuschen ein wenig nach vorn. »Könnte ich bitte auch«, begann es höflich, aber der Dachs stieg einfach über es hinweg. Und ich glaube, dass viele von euch da draußen auch so Kinder haben, die so ganz leise und ganz ruhig sind und dann manchmal vielleicht das Gefühl haben, zu kurz zu kommen, weil sie nicht so laut sind wie die anderen. Und für diese Kinder ist das ein besonders wertvolles Buch und ein besonders wertvolles Geschenk. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!